Ich hatte mir letzten Sommer einen Roller gekauft, und zwar eine Sphera NSL. Ich glaube, ich habe die gar nicht hier auf meinem Kanal vorgestellt, aber ich habe jetzt die Videos entdeckt, die ich dort gemacht habe. An dem Tag, wo ich den Roller gekauft habe ich meine GoPro mitgenommen und die Heimreise mitgefilmt. Das Ding ist, ich hatte den Roller gekauft, der Roller war aber nicht versichert. So, dann habe ich den Roller gekauft, konnte aber damit an demselben Tag nicht nach Hause fahren, weil ich ja kein Versicherungskennzeichen hatte. Aber ich habe den Roller gekauft, somit hatte ich auch die Papiere, habe den Roller ein paar Straßen weiter geschoben, habe ein paar Schlösser mitgenommen, habe den da so angekettet und habe mir am nächsten Tag einfach bei der Versicherung ein Kennzeichen gekauft und bin dann wieder zurückgefahren, habe es anmontiert, angeschraubt, das Kennzeichen, und somit konnte ich ja mit dem Roller auch nach Hause fahren. So habe ich das auch gemacht. Warum mache ich das Video? Ich mache dieses Video, weil ich einfach nochmal sagen wollte, wenn man sich einen Roller kauft, dann wird der Roller in den meisten Fällen fahren. Ja, schön und gut. Aber so wirkliche Mängel wird man in den meisten Fällen nicht wirklich herausfinden, weil einige Mängel machen sich erst nach längerer Fahrzeit bemerkbar. Ich habe den Roller gekauft. Der Roller stand ungefähr, sagen wir, 25 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und das heißt, ich bin mit dem Roller jetzt 25 Kilometer nach Hause gefahren. In dieser Zeit ist mir einiges aufgefallen, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Wenn man sich normal einen Roller kauft, dann fährt man halt meistens wirklich, ich sag mal, maximal einen Kilometer. Ne, so einmal die Straße hoch und einmal die Straße runter. Das bringt eigentlich nichts. Man gibt dem Verkäufer den Ausweis oder irgendeinen Pfand und sagt, du, ich nehme mir den Roller jetzt für eine Stunde mit und ich gurk einfach komplett durch die Gegend. Und ne, guck es mir ganz in Ruhe an, lass es einwirken, lass es auf mich wirken einfach. Und dann kann man auch, nimmt man ein paar Euro, geht tanken und fährt dann vielleicht, sagen wir, keine Ahnung, 5 Kilometer oder 10 Kilometer oder sowas, aber halt nicht so weit weg, dass man quasi im Kreis oder so fährt, ja. Weil wenn der Roller dann mal wirklich stehen bleiben sollte, dann sollte man möglichst nicht so weit entfernt sein, sodass man den Roller notfalls noch zum Verkäufer zurückschieben kann. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren mit dem Roller. So nach den ersten 5, 6 Kilometern ist mir halt so ein Wackeln hinten aufgefallen. Ne, sodass der Roller so ab 30, 40 km/h so hinten vibriert und wackelt einfach. So als ob eine 8 im Reifen wäre. So nach dem Motto. Auf jeden Fall bin ich dann kurz stehen geblieben später dann und habe mir den Hinterreifen mal näher angeguckt. Ja, ich konnte jetzt nicht so feststellen, warum das so wackelt. Auf jeden Fall muss da irgendwas lose sein oder irgendeine Unwucht ist da. Ich habe es halt nicht gesehen, man hätte es aufschrauben müssen und mal richtig reingucken müssen. Ich habe da leider nichts gesehen. Auf jeden Fall hatte ich den Roller nicht lange. Ich habe den wieder als defekt verkauft. Ich zu dem Zeitpunkt einfach keine Zeit hatte, mir den Roller anzugucken. Lust schon, aber keine Zeit. Ich hatte mir den Roller damals gekauft, weil ich einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen so einen Schrottroller haben wollte. Für, ja, so falls der andere mal ausfällt. Mit der Energy, da brauche ich das eigentlich nicht, weil die Energy ist komplett unverbastelt und echt im originalen Zustand. Also ein neuwertiges Fahrzeug, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass mal was ausfällt. Aber wenn man jetzt wirklich nur ältere Modelle hat, dann kann immer wieder mal zwischendurch was kaputt gehen. Ja, es ist einfach so. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt die Aprilia SR50R, glaube ich. Und mit der war ja immer was. Ich hatte ja mit der nur Probleme. Es war immer was kaputt. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, ey, dann holst du lieber noch einen zweiten, weil ich bin echt drauf angewiesen. Ich kann nicht so dann morgens aufsteigen und der Roller geht, funktioniert einfach nicht. Dann habe ich ein Problem. Ich brauche echt was Zuverlässiges. Und wenn man zu 100% Zuverlässigkeit haben will, dann hat man lieber zwei Roller. Ich werde im Sommer wahrscheinlich mir wieder einen anderen Roller oder zusätzlich noch einen anderen Roller kaufen. Ich überlege mal, was komplett Neues zu machen, also nicht mehr Piaggio, vielleicht mal irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal genauer überlegen. Das soll es mit dem Video auch gewesen sein. Ich wollte euch das noch zeigen. Das war eine schöne Sphera. Welche Farbe ist das? Ich habe ja so eine Farbschwäche. Ich glaube, das ist so lila-mäßig. Worauf ich auch mal auf jeden Fall Bock hätte, wäre meinen Roller zu lackieren, also jetzt nicht die Energy. Ich finde, die Energy sieht geil aus, so wie sie ist. Aber wenn ich mir jetzt nochmal einen gebrauchten älteren Roller kaufen würde im Sommer, dann hätte ich echt Bock, den mal zu lackieren. Und zwar in einer bestimmten Farbe, die ich euch dann noch verraten werde. Ja, das soll es gewesen sein.
Ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.